Gott des Europa-Park-Meeres. Versus. Pulsar. Round 1 Thematisierung. Pulsar elektrisieren schön. Pulsar ist ein fantastischer Power Splash vom Hause Muckrite. Von außen ist die Thematisierung zwar mager und sehr dünn, aber der elektrisierende, pulsierende Wartebereich plus Station ist eine Sehenswürdigkeit an sich, garantiert. Oh, Weidons, Roundhouse Kick. Der Gott des Meeres Poseidon herrscht thematisch gesehen über den kompletten Griechenland-Themenbereich im Europapark. Das Panorama ist episch und kaum zu übertreffen, garantiert. Klarer Sieg für Poseidon. Die Krake soll dich vernichten. Round 2 Intensität. Ich bin intensiver als der Puls eines ADHSlers. Der Triple Launch Power Splash Coaster ist scheiße intensiv, garantiert. Mit einem wirklich ordentlichen Muckrites Launch geht's die Halfpipe entlang. In dreifacher Ausführung. Triple Launch Zeit. Kein Vergleich zu Poseidon, ich vergleich's trotzdem. Und ich bin über 40 Meter hoch und biete 90 km Spitze, nicht vergessen. Und noch der Splash. Dafür dauert meine Reise lang. Stimmt, Poseidon hat eine beachtliche Fahrtdauer, garantiert. Aber die 70 km Spitze und die maximale Höhe von 23 Metern beeindrucken mich nicht. Was? Bis auf den Last Drop eine eher gemächliche Wasserachterbahn, garantiert. Pulsar wins. Pulsisches, toxisches Tackle. Ah. Round 3, der Gesamteindruck. Der Maxche Watercoaster Poseidon gegen den Maxchen Power Splash Coaster Pulsar. Doch wer hat die Nase vorn? Den Gott des Meeres empfehle ich der vierköpfigen Familie. Nicht allzu intensiv und ein schönes Theming. Und Lift Hill statt Launch. Fick dich, du Kirmes-Bimbo. Du solltest winseln vor den Göttern und mir gleich ein eigenes Review gönnen mit einer 10 von 10. Pulsar ist sozusagen die Intensity-Schnellschuss-Variante. Der perfekte Count für eine vierköpfige Thrill-Junkie-Familie. Plus dezentes, aber extrem geiles elektrisierendes Theming. Alter! Ich bin ganz ehrlich, mein Favorit, Pulsar wins. Fatality! Belgischer pulsischer Todesstoß! Oh, griechischer Tod! Das war's, meine Freunde, von Beat'em Up, epischen Comicfiguren und kleinen Göttern. Und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao. Tschüss, Sikowski. Tschaußen.